Uppsala. Die liegen hier gerade in so einer Mischung 1:1 aus Essig und Wasser. Saugt mit aller Kraft den Deckel in das Gummi. So, ich habe ihn ja sogar gemerkt. Ihr habt ja gesehen, ich hatte die gestapelt. Hallo Leute, herzlich willkommen in meiner Küche. Ich koche gerade eine Möhrensuppe oder Möhreneintopf, wie man auch sagen kann. Kommt auf die Konsistenz an. Die ist jetzt relativ klein geschreddert, weil meine Kinder das sonst nicht essen. Man kann das auch ein bisschen gröber lassen. Ich habe euch da mal ein Foto gemacht, wie das vorher aussah. Könnt ihr euch mal anschauen. Was ich heute machen möchte, ich habe nämlich auf Vorrat gekocht. Ich möchte das gerne einwecken, einkochen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und warum mache ich das? Ganz einfach, immer wenn man gerade mal nach Hause kommt und man hat Hunger und es muss schnell gehen, dann hat man gerade nichts Gesundes da, weil immer wenn man gesund kochen möchte, dann dauert das immer mindestens eine Stunde oder so. Und heute habe ich gerade mal eine Stunde Zeit gehabt und habe ich gedacht, jetzt koche ich nicht eine Portion, einen Topf, sondern ich koche gleich, keine Ahnung. Also nur mal so zum, ja, was habe ich da reingetan? Da sind 4 Kilo Möhren drin, 1 Kilo Kartoffeln, ein paar Zwiebeln, Gewürze, ach ja, und Staudensellerie, die habe ich aus meinem Garten. Die hatte ich in Portionsbeuteln, so diese Menge hier so, immer schön eingefroren. Und dann kommt die zu jedem Eintopf, kommt so ein Beutel dazu. Das war jetzt der letzte. Jo, dann ist das gewürzt mit Salz, Pfeffer, Knoblauch. Und dann habe ich noch so ein ganz tolles Gewürz. Weil das, eigentlich wollte ich euch das jetzt gar nicht, ist auch egal. Wo haben wir es denn? Da, das ist, habe ich aus Holland mitgebracht. Original Speich von Johnny Burr, keine Ahnung wer das ist. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Kriegt ihr auch in Deutschland bei einem gut sortierten Supermarkt, habe ich auch schon gesehen. Oder bestellt es euch im Internet, ist sau lecker das Zeug. Könnt ihr in Eintöpfe und so dran machen. Ja, also, ich möchte das heute einkochen und zwar wirklich in diese Einkochgläser. Ne? Die hier. So, mit Deckel, wo dann so ein Gummi gleich drauf kommt, die kennt ihr ja, ne? Oder kennt ihr nicht? Einkochen, was muss man eigentlich beachten? Was ist das Wichtige? Also zunächst mal braucht ihr so Einkochgläser. Entweder die originalen, oder das sind jetzt hier, ja, die haben irgendeine Markenbezeichnung, ist auch wurscht. Die kann man nehmen. Es gibt auch die Twist-Off-Gläser, wenn ihr in irgendeinem Rezept lest, TO-Gläser. Ihr wisst nicht, was das heißt. TO steht für Twist-Off. Das sind die ganz normalen, habe ich eins da? Nein, habe ich gerade nicht. Das sind die, wenn ihr Wurst im Glas kauft oder so, oder Marmelade, und das knackt beim Aufmachen. Das sind Twist-Off-Gläser. Die könnt ihr auch benutzen. Allerdings habe ich irgendwann mal ganz günstig so einen riesen Posten mit 30 oder 40 Gläsern hiervon, habe ich mal ganz günstig für ein paar Euro irgendwo in den Kleinanzeigen gefunden, da bin ich sofort hingefahren, habe die abgeholt. Und bin super happy, dass ich die jetzt habe und kann man die natürlich auch benutzen. Jo, das Schöne ist am Einkochen, weil man könnte es ja auch einfrieren, ne? Man kann ja eine Riesenmenge vorbereiten. Ich habe jetzt für diese 5, 6, 7, ich weiß nicht, wie viele Liter das sind, ist ja eine Riesenmenge, habe ich fast genauso lange für gebraucht, als hätte ich nur eine Portion für einmal gekocht, für uns paar Leutchen hier, ja? Und so habe ich jetzt gleich für 3-4 Mal eine komplette Mahlzeit und ich brauche die nicht in der Tiefkühltruhe zu lagern, weil die ist ja auch nicht unendlich groß. Da muss ja die Tiefkühlpizza rein und die Brötchen für sonntags, ja. Also ist die natürlich meistens voll und da ist auch Gemüse drin aus dem Garten. Und das kann man einfach ins Glas, ins Regal stellen hinterher und das hält sich dann ewig. Also ewig, keine Ahnung, steht ja kein Haltbarkeitsdatum drauf. Aber ein halbes Jahr, ein Jahr mit Sicherheit, ja. Also, wenn ihr das nach einem Jahr immer noch habt, dann schmeckt es nicht. Dann braucht es auch nicht aufzubewahren. Weil das wird innerhalb von ein paar Wochen, ist es ja sowieso leer, ne? Okay. Jo, worauf man achten muss, ist Hygiene. Wie immer, wenn ich hier stehe und irgendwas euch über euch erzähle, was man hier machen kann, dann ist es immer Hygiene, ne? Ob beim Käse, Milch, Joghurt, egal, Bierbrauen, ist immer Hygiene. Hier auch. Die Gläser müssen sauber sein. Also, wenn ihr nicht wirklich wisst, dass die sauber sind, ich habe die selber gespült, ich weiß, dass die sauber sind, ja, dann packt sie vorher im Backofen, 100 Grad, irgendwie eine halbe Stunde, dann sind die sterilisiert. Ja, die Ränder vor allem müssen sauber sein, die Deckel müssen sauber sein. So, und
Ich habe bei diesen Gläsern auch so einen ganzen Schwung Gummibänder mit dazu bekommen. Die waren nichts mehr, habe ich vorhin festgestellt. Da waren, das ist ja auch egal. Die habe ich alle weggeschmissen. Ich habe neue. Die liegen hier gerade in so einer Mischung 1 zu 1 aus Essig und Wasser. Liegen hier so, die sind neu. Also, ne? Einfach den Essig nochmal zu Desinfektionszwecken. Kann man ja auch kochendes Wasser nehmen. Das halten die Gummis aus. So, und da liegen die jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde drin, damit auch wirklich alle Bakterien und Viren und Pilz, was weiß ich, was so hier in der Luft rumfliegt und an den Gummis haftet, damit die da weg sind. Ja? Wir packen das jetzt in die Gläser. Das mache ich gleich, da braucht ihr mir nicht bei zugucken, das mache ich gleich eben schnell fertig. Dabei ist zu achten, dass die Ränder sauber bleiben, weil wenn da direkt drunter ist, Suppe, und ihr packt, dann macht das nachher zu. Dann wird das nicht dicht, dann ziehen die Luft und dann irgendwann riecht es ganz komisch bei euch aus dem Vorratsregal und das wollen wir ja nicht. Ne? So, machen wir mal und ich melde mich gleich wieder. Bis gleich. Ihr wisst ja, ich improvisiere gerne und da ich keinen Trichter habe, wo die Soße da durchgeht, habe ich einfach hier so einen Deckel gefunden in meinem Schrank, wo die 1000 Plastikschüsseln drin sind. Der hat ein Loch, das passt hier genau rein und wenn ich das hier drauflege, dann kann ich die Suppe da einfüllen, ohne den Rand zu beschmutzen. Eigentlich ganz cool. Wenn ihr später in euren Vorratsraum kommt und die Suppe begrüßt euch mit Vornamen, dann hat es nicht geklappt. So, da ist die versammelte Mannschaft an Gläsern und jetzt geht's ans Verschließen. Und zwar, es gibt zwei oder ich habe zwei verschiedene Arten von Einweggläsern. Das eine wird verschlossen mit solchen Klammern. Die kommen so übers Glas drüber sozusagen. Hier die beiden Haken links und rechts, die werden so unter dem Rand eingehakt. Und dann hier diese Feder, die drückt dann den Deckel nach unten. Das zweite System funktioniert nur bei einem von meinen Gläsern, was ich heute habe. Das sind so kleine Klammern. Die gibt es im Set mit diesen Einmachgummis. Die werden dann unter das Glas und hier oben drauf, ne, zeige ich euch gleich, werdet ihr sehen. Ne? Ihr müsst nur gucken, dass ihr für eure Gläser die richtigen Verschlussklammern habt, weil die kleinen Dinger, die passen zum Beispiel nicht überall. Die großen passen, meine ich, sogar auf dieses Glas hier drauf. Ihr müsst halt nur gucken, dass es hält. Mit frisch gewaschenen Händen geht es jetzt ans Werk. Die Gummis habe ich gerade noch einmal abgespült. Die lege ich jetzt hier drauf. Die Gummis kann man übrigens mehrfach verwenden. Man muss halt nur gucken, wenn sie spröde werden und rissig, dann sollte man sie auf jeden Fall austauschen. Jetzt kommen die Deckel drauf. So wird ein Schuh draus. Das passt. Okay. Und auf die anderen Gläser kommen jetzt diese Klammern hier drauf. Upsala. Ja, das sind so die Tücken, ne? Und hier drückt halt die Feder die Klammer nach unten und presst den Deckel sozusagen auf das Gummi. Ja, und diese sieben Gläser, die kommen jetzt in meinen Einkochautomat. Also ist natürlich super, wenn man so ein Teil hat. Ihr habt das Ding schon in diversen meiner Videos gesehen, zum Beispiel zum Bierbrauen. Ja. Ist auch zu Weihnachten ganz praktisch für Glühwein und so, ne? Also wenn man sich so ein Ding kauft, das ist auch, wird ja nicht schlecht. Das ist ja immer wieder praktisch. Da kommt jetzt heißes Wasser drauf, beziehungsweise das Wasser muss gleich kochen. Und die Einkochzeit beginnt erst dann, wenn das Wasser 100 Grad erreicht hat. Und dann wird Gemüse bei ungefähr, ja, also 100 Grad kann man den Topf einstellen und dann dauert das ungefähr 1,5 Stunden. In manchen Rezepten steht 1 Stunde, in diesem Rezept stand jetzt 1,5 Stunden. Ich mache lieber immer etwas länger, also dann wirklich 1,5 Stunden, damit ich mir auch sicher sein kann, dass das Zeug da drin nicht sauer wird oder die Deckel hinterher hochkommen oder so, ne? Wichtig ist, dass das Wasser bis fast unterm Rand steht, also dass wirklich da, wo das Essen aufhört, da muss das Wasser auch aufhören. Hier ist es jetzt so,
dass ich leider zwei Gläser zu viel habe. Aber was heißt zu viel? Also ich muss das jetzt wirklich hier dieses Stückchen auch noch auffüllen mit Wasser. Dauert dann etwas länger mit dem Erhitzen. Aber ihr hört ja schon den Wasserkocher da im Hintergrund. Damit geht es dann etwas schneller. Mal ganz kurz das Prinzip vom Einkochen erklärt, damit ihr ja, Fehler vermeiden könnt und damit ihr überhaupt wisst, worauf es ankommt. Also, das Zeug, was hier drin ist, egal was das ist, also es gibt Leute, die machen sogar Kuchen oder Nudeln oder Currywurst und wecken die ein, ja. Also das wird jetzt erhitzt nochmal zusätzlich hier drin, 1, 2, 3 Stunden, je nachdem, was ihr für ein Rezept habt, dass da wirklich keine Keime mehr drin sind. Kein Pilz, keine Keime, keine Bakterien, kein gar nichts. Das Zeug muss da drin wirklich tot sein. Ja, ihr merkt schon, auch die Vitamine, gut, frisch essen ist natürlich immer gesünder, ist klar, ja. Aber so ist das halt im Haltbarmachen. Irgendein Tod muss man ja sterben. So. Hier oben ist ein bisschen Luft drin, das muss auch so sein. Ihr dürft das nicht bis zum Rand voll machen. Die Luft, die dehnt sich aus und drückt sich hier durch den Spalt des Gummis. Trotz, dass das so hier so festgeklammert ist, drückt sich die Luft raus und da bleibt nur ganz, ganz wenig Luft drin zurück. Ja? Wenn sich das dann abkühlt später, also das wird ja jetzt gekocht, Luft dehnt sich aus, kühlt sich ab, dann zieht sich das bisschen Luft, was da oben noch drin ist, zieht sich wieder zusammen und saugt mit aller Kraft den Deckel in das Gummi. So, dann könnt ihr die Klammern abmachen, wenn das erkaltet ist. Und dann ist das tatsächlich, sagen wir mal, einvakuumiert. Nicht ganz, aber zum Teil. Ja? Und das reicht aus, um dieses Essen da drin so lange eben haltbar zu machen. Und wenn der Deckel nicht von alleine zu bleibt, wenn das kalt ist, probiert es nicht früher, weil sonst habt ihr ein Problem, dürft ihr alles nochmal machen. Wenn das nicht von alleine zu bleibt, hat es nicht geklappt. Dann war euer Deckel nicht sauber genug oder ihr habt den nicht richtig draufgesetzt oder was auch immer. Ne? Da kann man ganz schön sehen, wie sich die Luft ausdehnt und an dem Blubberbläschen da an den Gläsern kann man sehen, wie die Luft dann da austritt. Es gibt übrigens einen Unterschied zwischen dem Begriff heiß einfüllen und dem Begriff einkochen. Das, was ich hier mache, ist einkochen oder einwecken. Das hat den Vorteil, es ist wesentlich länger haltbar. Es gibt Menschen, die meinen einkochen und füllen eigentlich nur heiß ein. Das heißt, die kochen irgendetwas, 1, 2 Stunden, keine Ahnung, bis das Essen fertig ist, packen es dann in saubere Gläser, Deckel drauf. Und natürlich dehnt auch sich dann die heiße Luft oben aus. Und wenn das Essen sich dann abkühlt, dann ist auch dieser Twist auf Deckel oder das Einwegglas erst einmal zu. Aber dann ist das noch lange nicht haltbar. Der Unterschied hier ist, ich habe das genauso gemacht, nur dass es jetzt noch 1,5 Stunden hier drin kocht und dass dadurch die ganzen Keime, nicht nur 90%, 95%, sondern alle Keime, genau, Wasserkocher, danke, dass dann alle Keime kaputt gehen. Und da muss man höllisch aufpassen, was man wirklich meint. Wenn einer sagt, hier, das habe ich eingekocht, hier, hast du geschenkt, dann sollte man vielleicht nochmal nachfragen, hast du das auch wirklich eingekocht oder hast du es nur heiß eingefüllt? Ja, also das ist der Unterschied. Ne? Marmelade wird zum Beispiel nur heiß eingefüllt. Warum? Weil das, was wir heute so als Marmelade selber kochen bezeichnen, also Früchte und dann kommt da diese Gelierzuckermischung 3:2 oder wie sie alle heißen, 1:3, 1:2, ich weiß nicht genau, ne? Da ist natürlich, sind erstmal Unmengen an Zucker drin. Zucker macht haltbar, ja, also das sorgt schon dafür, dass die Marmelade auch ohne dieses hier Sterilisieren auch haltbar bleibt. Und in diesen Fertigmischungen, müsst ihr mal darauf achten, da ist genauso Konservierungsstoff drin, wie in eurer gekauften Marmelade. Und dadurch bleibt das dann haltbar. Ansonsten müsste das nämlich auch so eingekocht werden. Fertig. Die waren jetzt 1,5 Stunden, vielleicht sogar 10 Minuten länger, in dem Einmachautomat, Einkochautomat. Und dann habe ich... Ich habe hinterher sogar gemerkt, ihr habt ja gesehen, ich hatte die gestapelt. Hinterher passten die sogar tatsächlich alle unten rein, also alle 7 auf dem Boden. Dann konnte ich sogar ein bisschen Wasser ablassen und habe das Wasser dann so bis kurz unterm Rand eben kochen lassen. Und als sie fertig gekocht waren, habe ich das ausgeschaltet, den Deckel abgemacht und habe das dann in dem Topf langsam erkalten lassen. Und irgendwann habe ich die dann rausgenommen
und habe die dann weiter abkühlen lassen. Jetzt sind die fast ganz kalt und ich habe auch schon mal so zwei, drei Klammern abgemacht hier. Eine Klammer ist hier noch drauf, die können wir mal eben zusammen abmachen. So, wenn man das jetzt hier versucht abzumachen mit der Hand, dass den Deckel, der ist fest. Ne? Also da merkt man, das hat geklappt. Hier jetzt auch noch mal die mit den Klammern, die gehen etwas leichter ab. Auch da, der Deckel ist jetzt bombenfest, würde ich mal sagen. Um die aufzumachen, die Gläser, aber das wisst ihr bestimmt, muss man einfach nur an diesem Nippel hier ziehen. Ich würde euch das jetzt gerne zeigen, aber ich habe gerade keinen Bock mehr auf Suppe. Den habt ihr nämlich schon den Rest heute gegessen. So, hier ist ein Glas, das muss ich euch mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist mir einmal im Topf umgekippt. Jetzt ist hier oben am Rand hier das, ja, das hat auch Vakuum gezogen. Ich weiß nur nicht, wie gut. Keine Ahnung, ob das jetzt 100% zu ist. Also das Glas stelle ich mir zur Vorsicht in den Kühlschrank und dann esse ich das morgen oder übermorgen. Dann kann da nichts passieren. Ansonsten könnte man das auch ins Regal stellen und merken, wenn irgendwann der Deckel locker ist, dann könnt ihr das wegpacken. Also dann bringt das nichts mehr, ne? Das stelle ich mir in den Kühlschrank und die restlichen sechs Gläser ergeben sechs tolle Mahlzeiten. Ich werde da jeweils noch Würstchen hinter reinpacken. Wenn ihr das schon mit Würstchen einkochen wollt, dann müsstet ihr, glaube ich, mindestens 2 Stunden oder so. Es gibt also Tabellen. Wenn ihr gerne einkochen möchtet, gibt es so Tabellen oder Bücher, wo das drin steht, welches Gemüse, welches Obst, welches Fleisch, wie lange am besten eingekocht werden muss. Das geht von einer halben Stunde los bis hin zu 2 Stunden, vielleicht sogar noch länger. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr dürft mich selbstverständlich auch auf Facebook besuchen, facebook.com/derselbermacherblog. Und ja, mehr möchte ich jetzt gar nicht mehr erzählen. Ich bin jetzt fertig. Macht's gut. Ciao, ciao.